Moin, meine Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen kleinen Abenteuer. Ich muss euch enttäuschen, wir können noch nicht die neue Mühle bauen, weil die einfach viel zu viele Punkte braucht. Aber, wo sind wir denn hier? Das sieht alles so komisch aus. Ja, wir sind im Dorf unserer ersten Staffel. Also für diejenigen, die die erste Staffel verfolgt haben, die erkennen es wieder, alle anderen nicht. Und was ist das? Ich habe hier mal eine neue Mühle. Ich wollte euch zumindest die Mühle mal zeigen, wie groß sie ist und wie die aussieht, damit ihr das später, wenn ihr die selber bauen wollt, mal hier mal so ein bisschen einplanen könnt. Guck mal, ich hänge hier fest an den Dingern. Ich bin auch gespannt, ob die sich später bewegen, wenn ich da jemanden aus der Landwirtschaft dahinter lege. Aber ziemlich cool. So sieht die also aus. Wie viel ist da noch nicht zu holen? Aber ja, das ist interessant. Und jetzt wissen wir auch auf jeden Fall, wie viel Platz wir brauchen, damit wir das später für die Felder einplanen können. Also was ist das hier? Ja, das hier sind 1, 2, 3, 4, 5, sagen wir mal 5 bis 6 Felder. Also, wir gehen jetzt mal ganz schnell zack, zack, zack in den anderen Safe-Slot und spielen wieder unser reguläres Spiel. Damit wir wieder natürlich die ganze Erneuerung wie Blumentöpfe etc. alles jetzt in unsere nagelneue kleine Folge einpacken können. Ich spiele das Ganze im Public Stage, das bedeutet noch vor dem Release am Donnerstag. Es ist irgendwie Mittwoch oder so, glaube ich, keine Ahnung. Wir haben kein Zeitgefühl mehr. Wir werden heute ein bisschen weitermachen. Wir werden die Vorbereitung weitermachen, aber vor allem werden wir das Dorf schön dekorieren. Wir werden uns also mit dem bisschen Gold, das wir noch haben, die Shapes für die Blumentöpfe holen. Und dann weitermachen. Gucken wir jetzt erstmal, wir wissen jetzt ungefähr, wie groß wird die Mühle sein. Wir haben jetzt keinen Zeitdruck, dass wir die Felder fertig haben müssen. Aber was wir jetzt schon sehen, safe, wir können auf jeden Fall auf jeder Seite nochmal einmal Bäume entlang machen. Machen wir jetzt aber noch nicht. Machen wir? Machen wir nicht? Machen wir? Machen wir nicht? Machen wir nicht. Machen wir nicht. Auf jeden Fall wird die Mühle safe reinpassen. Die wird viel zu groß sein. Guck mal hier, fehlt noch 4000 Technologiepunkte. Lecco mio. Vielleicht passt auch nur einmal Plantage da rein. Müssen wir mal gucken. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Aber jetzt machen wir was anderes. Wir reiten zurück ins Dorf. Während die hier in Ruhe die Felder zu Ende machen. Ich habe 5 Feldarbeiter. Ich liebe das, wenn die hier durchs Dorf reite und huch, die wollte ich gar nicht rein. Entschuldigung. Ist das fallen? Ich habe nichts gesehen. Weiter, Mann. Die sitzen ja alle nur voll rum. Faules Pack, ey. Faules Pack. Deswegen hungern die auch, weil die eh nicht arbeiten. Guck mal, wie fett die Schweine geworden sind. Wie hat jemand gesagt, ohne Futter werden die Schweine keinen Dünger machen? Müssen wir mal gucken. Ich glaube, die Schweine sind so die einzigen Tiere, die überhaupt Futter kriegen. Ja, guck, die Schweine sind auf jeden Fall voller Futter. Nee, sind die nicht, die hungern. Scheiße. Ja. Also wir sollten auch mal Tierfutter machen. Aber als erstes, was haltet ihr davon, wenn wir ein bisschen dekorieren mit Blumentöpfen? Ja, die brauchen wir noch nicht, aber was sieht besser aus? Stein oder Ton? Ich mach mal beide und dann werden wir mal da gucken, was besser ist. Da, wo es nicht so notwendig ist, da machen wir das. Aber guck mal, wir haben extra ganz viel Ton geholt, damit wir auch ganz viele davon machen können. Achso, ich will Blümchen. Welche Blumen sollen wir einsehen? Freunde, schreibt mal in die Kommentare, welche Blumen wollt ihr sehen? Und ich werde in der Zeit mal ein bisschen was aussuchen. Ich will Disteln. Disteln sehen so porno-hübsch aus. So richtig geil. Wegwarte ist aber auch gar nicht so schlecht. Ich nehme mal 5 Wegwarten mit. Und guck mal,
Wir müssen hier noch irgendwo Löwenzahn. Löwenzahn sieht nicht schön aus, Johannes gerade auch nicht. Da haben wir noch für Blumen. Gänseblümchen. Hier, Distel. Eine Distel haben wir noch. Ja, toll, ey. Toll. Können wir da ein Blumentöpfchen direkt machen? Eigentlich wollte ich hier so einen Zaun später machen. Ist hier so ein Zaun? Irgendwie. Weiß ich nicht. So? Sieht das aus? Irgendwie so? Und dann können wir da Blumentöpfe hintermachen? Aber ich glaube, die gehen im Zaun voll unter. Aber hier könnten wir die aus Stein machen. Die sieht dann eh kein Schwein. Gucken wir uns die mal an. Naja, ne? Ist halt ein Blumentopf aus Stein. Was habe ich auch erwartet? So. Und jetzt pflanzen wir hier ein bisschen was rein. Die Diese sieht so schön aus, oder? Jetzt mal ehrlich, die sieht richtig schön aus. Oder findet ihr Johanniskraut gut? Wilsenkraut sieht auch gut aus. Löwenzahn und Gänseblümchen sieht aber echt Müll aus. Wegwarte geht noch. Wollen wir hier zwei Johanniskraut machen? Zweimal zur Beruhigung, hä? Für meine Nerven. So. Können wir... Nee, das wäre ja Porno. Können wir einen Tontopf hier drauf machen? Nee, das geht natürlich nicht. Aber die haben mit dem letzten Update was gefixt. Und zwar können wir jetzt den stehen lassen. Der bleibt jetzt stehen. Wartet. Warte deine Momente. Guck. Ist das cool? Jetzt kippen die nicht mehr um. Das haben die mit dem letzten Patch gemacht jetzt. Also mit dem großen neuen Patch, wo auch Mühle und so weiter kommt, sind auch so Kleinigkeiten wie, dass Holzfiguren wie Vogel und was war das andere? Reh? Nicht mehr umkippen. Okay. Wo stellen wir die dann hin? Die Blumentöpfe. Was ist mit dem? Oh. Oh, guck mal, ein Ritter, ein wilder Ritter. Ich ergebe mich, ich ergebe mich. So, ein bisschen schöner machen wir das jetzt. Wir machen jetzt hier aus Ton ganz viele Töpfe. Naja, aus Ton halt, ne? Sieht auch nicht so ganz anders aus. Ich will ihn in einer Flucht haben. Schön, ne? Oh nee. Der ist so nah. Jetzt geht's los. Ja, wir holen noch ein bisschen Ton. Und dann holen wir noch mehr von diesem Wegwarte.
Wegwarte. Ist voll ungewohnt in First Person, oder? Jetzt mal ehrlich, Freunde. Das ist richtig ungewohnt. Wegwarte. Ich will irgendwo noch eine DC hinklatschen. Das ist so beruhigend, oder? Sieht toll aus. Also man kann jetzt, also die Blumentöpfe gefallen mir gut, damit kann man echt viel Schweinereien machen. 5 von den Ton brauche ich. Der will Ton! Ton! Was hat er denn Ton? Der Herr. Breitwegerig geht also nicht. So. Lass mal sehen. Hier kommt die Kiste mit dem Feuerholz hin. Sieht das cool aus? Neues Blumen-Update. Es gibt noch ein paar neue Sachen. Sollen wir mal gemeinsam gucken? Die haben den Doppler-Effekt eingesetzt für das Bogenschießen auf Holz. Also laden wir da diese Plurry mal nach. Und dann schießen wir irgendwas ab. Okay, ich wette um 5 Euro, dass ich den Baum treffe. Habt ihr was gehört? Ich hab nichts gehört. Aber ich hab den Baum getroffen. Ah, habt ihr es gehört? Der Pfeil, man hört den. Der ist aber jetzt durch, ne? Krass. Das ist der Doppel-Effekt. Ja, gut. Der Big Bang Theory geguckt hat, der weiß das aber. Das klingt aber trotzdem. Das klingt irgendwie unberuhigend. Die meisten von euch hören das nicht mal. Schießen wir mal gegen den anderen Baum. Fünf Euro, dass ich den Baum treffe. Nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Habt ihr was gehört? Oh. Ja, super. So ein Zwerg wie ich. Oh, der kommt da dran. Gut. Hab nichts gesagt. So, jetzt wollen wir was zu essen. Die Schweinchen haben Hunger. Und ihr müsst Schweinefutter machen. Ich brauche Dünger. Erstmal haben wir Schweinefutter. Dann machen wir Essen. Wir machen das Dorf langsam Stück für Stück schöner. Und wir müssen ganz viel XP sammeln in Landwirtschaft. Breitwegerisch, lass mich da. Ach ja, Hashtag Satteltasche. Da war was. Ja, ja. Müssen wir mal gucken. Hafer, machen wir jetzt erstmal Hafer. 20 Hafer und 20. Wie heißen die Luris? Roggen. Und 100 Stroh.
Oh, ich könnte sogar 150. Dann machen wir ein bisschen mehr Tierfutter. Tut ja nicht weh. Aber ich habe jetzt das automatische Tierfutterstellen ein bisschen runtergesetzt. Weil sonst habe ich nachher nicht mehr genug. Und da ist es nämlich. Dann habe ich nämlich nicht mehr genug Hafer, um das gleich einzupflanzen. Und nicht mehr genug Roggen. Weil die Jahreszeit ist fast vorbei. Oh, habt ihr gesehen? Der NPC ist runtergerutscht und gesprungen. Der kommt da nicht hoch. Ist das Schweinchen tot? Du hast dich, mein Ferkel, getötet. Nee, mein Ferkel lebt noch. Du weißt einfach nur nicht, was du machen willst. Nächste Jahreszeit sind die Schweine eh erwachsen. Ich stinke. Ja, ich stinke. Ist aber okay. Ich stinke gern. So, jetzt haben die hier alles gemacht. Aber die haben nicht ausgesät. Das sollen wir auch noch machen. Die hängen alle jetzt hier. Ist aber nicht schlimm, Freunde. Überhaupt nicht schlimm. Lass die eine da hängen. Wir machen gleich jetzt noch bis zum Abend noch ein bisschen Feldarbeit und kümmern uns dann drum, dass zumindest ein bisschen Rogge noch rausgesät wird. Würde ich mich ja sonst für hassen. Aber Tierfutter ist halt wichtig. Wir haben auch neue Geräusche gemacht, neue Geräuschanimationen, aber ich finde auch schade, dass man hier nichts sieht. Ich habe keine Ahnung, was der hier macht. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Klingt, als würde er versuchen, irgendwas zu schleifen. Oh, guck mal, was ich für einen Schmus in der Fresse habe. Wie schmutzig ich bin. Was ich auch überlegt habe, Leute, wir müssen Geld sparen. Ich will adlige Kleidung. Ich bin, ich habe jetzt den Steam-Status Kleinstadt erreicht. Mit diesem Dorf. Und im Rahmen dessen, dass ich jetzt ein... Danke. Und im Rahmen dessen, dass ich jetzt hier ein mächtiger Kastellan bin von diesem Dorf, möchte ich auch, dass wir ehrenhafte Kleidung tragen. Und als von immer kleiner Anführer dieses kleinen Städtchen müssen wir uns mehr Kleidung holen. Und im Rahmen dessen wollen wir neues Geld sammeln. Wir werden alle möglichen Spenden annehmen, die dieses Dorf zu bieten hat. Und dann werden wir daraus uns hochwertige kleine Kleidung machen. Nicht so eine hässliche Kappe und den ganzen Schmus im Gesicht. Das ist dann für die anderen. Wisst ihr? So. Vielleicht sollten wir das Tierfutter direkt bei den Schweinen reinwerfen. Wer mein letztes Tipps und Tricks gesehen hat, weiß, dass... Tierfutter ist schon weg? Nee. Weiß, dass 30 gereicht hätten, um das Ding voll zu machen. Und dann haben wir erstmal ein paar Tage Ruhe. Säckchen nehmen wir mit. Und dann werden wir Roggen jetzt einpflanzen. Stück. Guck mal, hier haben wir Milch. Ganz viel Milch. Das wird jetzt saure Milch nächste Jahreszeit. Können wir ganz viel Quark mitmachen. Und mit der sauren Milch und der Milch, die wir dann nächste Jahreszeit kriegen, weil wir ja jetzt endlich wieder Tierfutter haben. Was, du willst mit? Ja, gut. Wer bin ich denn, dich hier zu lassen, Jung? Muss für nächste Folge wieder was zu essen, ne? Oh, kleines Ferkel ist süß. Kleines Mini-Ferkel.
Mit 30 hätten wir das Ding voll gemacht. Ey, hau ab, du Schweinchen. Nein! Geh weg, Schweinchen! Oh Gott. Befrei mich! Ich bin ein Held, hol mich hier raus. So. Hermann, weg hier. Wir müssen die Felder fliegen. Gepflügte Felder aussehen. Waren das hier die Roggenfelder? Weizen sind ungepflügt. Ein bisschen Weizen hat die ausgesät. Boah, das ist zum Heulen. Ich hätte eine Hacke mitnehmen sollen. Komm, wir holen noch schnell eine Hacke. Die schaffen nichts, ne? Ich habe 5 Feldarbeiter und die schaffen nichts. Ich habe die ganzen Felder hier gedüngt. Ich hab dafür all mein Geld auf. Ah. Hör auf, Doshi, sonst wirst du ja aggressiv. Ist doch nur ein Spiel. Nur ein Spiel und ganz faule Hunde. Aber Leute, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ein Problem ist. Der hat ja gar kein Rechen mehr hier. Vielleicht haben die deswegen nicht mehr weiter gepflügt. Ja, aber die hätten doch nur aussehen können. Ich habe extra 5 Säcke gemacht. Ah ja, Gott. Schon wieder Nacht. Wir machen wieder Überlänge. Vielleicht mache ich das mal alles offscreen. Die Felder und so. Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Gerne wieder liken und abonnieren. Und bis dann. Euer Toshi. Ciao.